Wir halten uns irgendwie sehr, sehr lange an diesen Orten hier auf, ne? Aber wir wollen ja auch alles mitnehmen. Hallo, Karl. Hey, die Plakate in deinem Zimmer. Die sind doch aus der Grabgemetzelreihe. Ach, was? Stimmt. Dieses Spiel ist für jeden Action-Fan die ultimative Herausforderung. Und auf meinem neuen Rechner läuft es endlich einwandfrei. Mann, um den bist du echt zu beneiden. Kein Vergleich zu den lahmen Kisten im Internat. Guck, da lacht der Karl. Okay, das war, ja. Das ist ein bisschen wieder zu viel Karl-Bashing hier. Es tut mir ja leid. Geht hier noch irgendwo was? Ich bin echt gespannt, was sich in Snappyland abspielt. Nicht auszudenken, wenn der Vergnügungspark Schauplatz eines Mordes werden sollte. Hoffentlich können wir den Schwein die Tour vermasseln. Ja, ja, klar. Und dann kriegen sie eins ins Gesicht, du. Und? Bist du mit Grabgemetzel durch? Na und ob? Ich spiele es gerade ein zweites Mal. Die neue Grafikkarte ist echt der Hammer. Soll ich es dir mal zeigen? Du, wenn wir erstmal loslegen, kommen wir so schnell nicht mehr davon los. Unser neuer Fall ist im Moment Herausforderung genug. Ja, na gut. Aber irgendwie cool, dass der Tim jetzt auch so ein Gamer-Boy ist. Schon süß. Können wir einfach mal die Mails checken vom Karl? Ah, geht leider nicht. Ah. Was denn? Du hast den Karate Cats Film aus dem Netz gezogen? Ich habe ihn erst letzte Woche im Kino gesehen. Wie du siehst, siehst du nichts. Ich habe den Download abgebrochen, als eine Meldung kam, die mir nicht geheuer war. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das aus dem FF beherrsche. Wie, was, hä? Downloads abbrechen, oder wie? Also das ist doch wirklich, also lieber, mein lieber Freund, so geht es nicht. Man lädt nichts illegal herunter. Das habe ich übrigens noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dass man mit den anderen hier noch die auf den Computer zugreifen kann. Hi Karl, sag mal, wir gucken uns in Snappyland die Augen aus und du hockst daheim vorm PC? Ich bin ja selber auf Achse Klößchen. Aber es kann ja nicht verkehrt sein, ab und zu meine E-Mails zu checken und im Internet zu stöbern. Ja schon, aber doch nicht andauernd. Auch diese Schuhe hier, Alter, diese Adidas-Schuhe, ich meine, das geht mittlerweile wirklich echt in so eine... Wir nähern uns langsam so ein bisschen der Gegenwart, habe ich das Gefühl, mit diesem Teil. Also so ein bisschen. Komm, Klößchen, ich zeig dir mal meine Ausbeute von letzter Woche. Ein andermal vielleicht. Wir wollten doch verhindern, dass es mit dem Gänsemann ein schlimmes Ende nimmt. Schon vergessen? Also ursprünglich wollten wir nur Karls Raubkopie abholen. Also ich meine, das ist ja eigentlich ein bisschen brennender, ne? Das heißt nicht umsonst gebrannte CD. Hat eigentlich die Firma Sauerlich eine eigene Homepage? Und komme jetzt nicht mit dem Spruch, Schokolade lässt sich leider nicht downloaden. So viel ich weiß, entsteht gerade eine. Aber ich halte mich da raus. Mir hat schon gereicht, dass mich mein Vater für seinen letzten Werbefeldzug eingespannt hat. Tja, pass mit deinen personenbezogenen Daten auf. Ach nee, was haben wir denn hier? Ich weiß noch, wie mein Vater uns allen eine dieser Spardosen mit einem Schokotaler drin in die Hand gedrückt hat. Und ich dachte die ganze Zeit zuvor, ich würde für ein Familienporträtmodell sitzen. Bestimmt ist das bloß eine dieser Sauerlich-Traditionen. Wie der Vater, so die Reklame. Gab's da schon 3D-Drucker eigentlich? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Sag mal, häufst du heimlich Reichtümer an? Ich kann halt rechnen. Und die besten Dinge gibt es sowieso umsonst. Oh, wow. Ich hab das alles nie mitgenommen damals, glaube ich, dass der Karl wirklich so ein Raubkopie, dem Raubkopieren verfallen ist. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber es ist doch sehr mit der Pfanne ins Gesicht mäßig hier. Die besten Dinge gibt's umsonst. Nee. Na, Karl? Hast du schon was Neues in Erfahrung gebracht? 2-3 Tauschbörsen scheinen mir ganz interessant.
Sie stellen Downloads für Kinofilme zur Verfügung. Bei einer Highspeed-Verbindung wäre es ein Klacks, innerhalb kürzester Zeit die neuesten Blockbuster zu saugen. Eigentlich habe ich eher an unseren Fall gedacht. Sag mal, aber ich meine, damals gab es doch auch schon eine Aufklärung darüber, oder wie sehe ich das? Also, ach, ich möchte da gar nichts zu sagen. Soll ich dir nicht doch die neue Wumba Chamba CD brennen? Auf die Gruppe stehst du doch. Das wäre bestimmt ein Kinderspiel für dich. Aber diese Band spendet mit jeder verkauften CD etwas an Hilfsorganisationen in der dritten Welt und hat Booklets mit kritischen Texten. Also wenn ich sie haben will, habe ich gleich zwei gute Gründe, mein Taschengeld zu opfern. Oh, Gabi steht auf kritische Texte. Uiuiuiuiuiui, wurde der Poetry Slam schon erfunden? Wow, der Bildschirm ist ja eine Wucht. Wie kommst du eigentlich zu dem neuen Rechner? Ich habe meinen alten Computer im Internet versteigert. Dann Nachhilfe in Mathe gegeben. Auch über eine Tauschbörse. Und wegen der fehlenden Kröten meinen Vater in den Ohren gelegen. Er hing ja selber oft an meinem Rechner ab und hat geschimpft wie ein Rohrspatz, weil der Arbeitsspeicher unter aller Kanone war. Letztendlich hat er ein gutes Angebot gesehen, bei dem wir beide schwach geworden sind. Karl, du bist der geborene Stratege. Mails checken. Die Techno-Heinzels, meine Fresse, du. Komm, hör doch mal rein. Die neue Wumba Chamba, hm? Also gegen eine Hörprobe hätte ich nichts einzuwenden. Das erste und das siebte Lied sollen am besten sein. Du brauchst sie nur anzuklicken. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das habe ich noch nie gesehen. Komm, wir hören das siebte Lied. Alter, das Video ist, glaube ich, ganz furchtbar. Alter, Premiere. Noch nie entdeckt. Was? Kritische Texte. Musik ist keine Lösung. Sehr gängig. Das klingt überhaupt nicht mehr nach der Band, wie ich sie kenne. Ich glaube, die CD lege ich mir doch nicht zu. Siehst du, manchmal ist es eben doch gut, sich im Internet umzusehen. Oh Mann, Gabi. Oh nein, das ist wirklich nicht mehr das, was ich kenne. Das ist ja viel zu kommerziell geworden. Unsere CD gibt's auch auf Vinyl für die paar Schläpfen, die gerne... keine Ahnung. Sind das wirklich Wumba Chamba? Das soll noch eines der besseren Lieder sein? Die Band wollte sich weiterentwickeln und hat ihren Stil geändert. Fragt sich, ob die Fans das mittragen. Und auch da hat sich, und auch daran merkt man, dass wir mittlerweile wirklich in der Gegenwart ankommen. Weil es einfach, keine Ahnung. Wirklich so diese Themen einfach sind. Und also wirklich so diese Sprüche so von wegen, oh, ich stehe so auf kritische Texte und die sind so kommerziell geworden. Und das ist nicht mehr die Band, die ich kenne, Alter, das findest du wirklich heute noch genauso. Fehlt wirklich nur noch, dass Gabi sagt, oh, da kaufe ich mir aber doch lieber die Vinyl. Also TKKG wird, glaube ich, auch als Spiele noch heute funktionieren. Also funktioniert es ja auch mit Feuerprobe vorletztes Jahr. Aber ach, ich würde ja auch gerne nochmal so eins hier sehen, was so ein bisschen thematisch noch bezogen ist. Das wäre schon cool. So, ich muss, glaube ich, gleich meine Aufnahmepause machen. Aber vorher checken wir mal noch kurz hier das aus. Das Raumschiff. Und da steht ja auch eine der allseits beliebten Snappy-Figuren. Aber wie, ist das jetzt auch ein Hund oder wie? Wir gehen mal durch, ja?
Hier also ziehen sich die Snappy-Figuren. Warum ging das? Niemand da. Sind wohl alle im Einsatz. Warum haben die uns aufgehalten? Hat die uns nicht aufgehalten? Wir gehen mal durch, ja? Ach so, es geht jetzt um 10 los. Aber wir sind doch Spezialgäste. Jetzt lass uns gefälligst durch, ja? Du bist Space Snappy, richtig? Hast du auch eine Stimme? Ich möchte kommunizieren. Da fehlen selbst mir die Worte. Hast du auch eine Stimme? Du bist Space Snappy, richtig? Ja. Das habe ich mir gedacht. Was sollte denn dann die Frage? Sieh mal einer an. Ein potenzieller Zeuge. Der wird bestimmt nur mit uns reden. Kann ich mich schon mal drin umsehen? Würden Sie eine Ausnahme machen und mit mir reden? Zu dumm aber auch. Ich bin VIP. Als wenn es auf die paar Minuten nun ankommen wird. Oh nein, oh, ich bin... Oh, lasst mich gefälligst durch. Ah, die Garagen. Alles brav verschlossen, wie es sich gehört. Kann ich mich schon mal drin umsehen? Würden Sie eine Ausnahme machen und mit mir reden? Kann ich mich schon mal drin umsehen? Also nicht. Irgendwie sind mir diese Snappy-Figuren unheimlich. So, dankeschön. Der Willi ließ sich bestimmt auch nie gerne mit denen fotografieren. Allein wegen seinen Persönlichkeitsrechten. Wissen Sie, weißt du, wo sich deine Snappy-Kollegen aufhalten? Können sie, kannst du mich überhaupt verstehen? Ziemlich einseitig, das Ganze. Ja, aber es ist schon mal ein Anfang. Beginn mal durch, ne? Ach ja, es ist noch nicht so weit. Ice-Snappy und Bang-Bang-Snappy. Wo stecken diese Mörder bloß? Irgendwie passen ihre Namen. Der eine ist eiskalt und der andere durchgeknallt. Da hast du lange dran überlegt, Willi, ne? An dem Witz. Props. Wissen Sie, weißt du, wo sich deine Snappy-Kollegen aufhalten? Können Sie, wissen Sie? Also nicht. So, aber Gabi, die ist doch vom Fach, die wird doch jetzt was mal... Was wohl Oscar von diesen seltsamen Hunden halten würde? Da erkennt man doch nicht mal, dass das ein Hund ist. Da gibt's kein Indiz, dass das ein Hund ist. Sind Bang Bang Snappy und Ice Snappy Freunde von dir? Ja, wir spielen ganz oft Mau Mau zusammen. Kannst du Wau Wau im Weltall überhaupt Gassi gehen? Ja... Oh, du Ärmster. Ich habe die Reaktion gar nicht mitbekommen. Aber war vielleicht auch nicht so relevant. Wir gehen mal durch, ne? Na dann eben später. Das soll die Umkleide sein? Ziemlich provisorisch. Ja, Gabi, gründ doch eine Gewerkschaft. Oder schreib irgendwas mit kritischen Texten. Sind Bang Bang Snappy und Ice Snappy Freunde von dir? Was solltest du auch anderes antworten?
Okay. Ich will gerade nochmal versuchen, wir haben ja Karls Mastercard hier, ne? Können wir damit, hier vielleicht doch durch? Hier, verschwinden Sie! Mein Name ist Karl Vierstein. Ich bin im Besitz eines VIP-Ausweises, der vom Besitzer dieses Vergnügungsparks höchstpersönlich ausgestellt wird. Ich darf alles. Und mich berechtigt, Ihnen in meiner Eigenschaft als Detektiv ein paar Fragen zu stellen. Geben Sie mir Ihre Brieftasche. Dass ein Teenager auf Taschendiebe achtet, ist ziemlich gerissen. Alles klar. Ich bin Susan. Wir kommen im Team, Karl. Ganz recht. Hallo, Susan. Schön, dass du kooperierst. Ich würde gleich mal einen Blick in das Innere des Raumschiffs werfen, bevor uns die Meute überrollt. Geht klar. Aha. Niemand da und keinerlei Spuren. Nicht mal eine Gänsefeder. Wer weiß, wie die Terminals in Zukunft wirklich aussehen. Bestimmt noch viel, viel unscheinbarer. Ach, wirklich? Dabei ist das doch hier ganz schon so unscheinbar. Wie soll das denn noch gehen? Wir können doch da jetzt nicht hier einfach den Simulator starten. Was soll die Susan denken? Schade, dass man nicht selber navigieren kann. Mit... Willkommen an Bord der Snapster YG3. Soeben wurde unsere Starterlaubnis erteilt. Boah, wie unscheinbar. Boah. Voller Speed voraus. Nicht schlecht. Manöver erfolgt. Warnung, Überlastung des Plasma-Streams. Ach so. Ja, das ist ja blöd. Fehlfunktion in Cluster Gamma 3. Warnung, sämtliche Triebwerke sind ausgelastet. Ausweichmanöver. Mann! Alarm, Code 12. Verflixte Hühnerkacke. Schutzschilde komplett ausgefallen. Was ist das für ein, was ist das für ein schlechtes Raumschiff? Wow. Treffer, Code 12, Ende. Schutzschilde reaktiviert. Hm. Autopilot nimmt Kurskorrektur vor. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Flug. Dafür, dass dieser Flug allen wissenschaftlichen Erkenntnissen trotzt, macht er echt Spaß. Also da ruft gleich Disney Plus an für die neue Star Wars Serie. Ist es drin, würde ich mal sagen, ne? Hast du einen Mann mit einem auffälligen Bierhut gesehen? Sagt dir die Bezeichnung Gänsemann etwas? Nein, sagt mir nichts. Weiß ich nicht. Ist das ein Taschendieb? Ich weiß leider noch nichts Näheres. Ich habe einfach mal so gefragt. Ich komme auch gleich vorbei und frag dich, ob du die Eselsfrau kennst. Hast du einen Mann mit einem auffälligen Bierhut gesehen? Nein, habe ich nicht. Mein Sichtfeld ist ziemlich eingeschränkt. Ich kann nur nicht so gut gucken. Aber ich halte die Augen offen. Vielen Dank. Gut, und ich mache die Augen gleich mal zu, denn ich habe schon wieder lang aufgenommen und es ist schon wieder spät. Und ich muss morgen arbeiten. Aber egal. Wir sehen uns ja bald wieder. Es macht mir wirklich wieder ziemlich viel Freude, dieses Spiel. Und wir haben noch überhaupt keinen Fortschritt. Das ist nicht so ermutigend. Aber na gut, das Gute daran ist, dass noch einige Parts kommen werden. Und ich freue mich darauf. Gut, das soll es fürs Erste gewesen sein. Ja, wie gesagt, schaltet gerne wieder ein. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es jetzt mal wieder weitergeht mit TKKG. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's bis dahin gut. Ich bin raus, euer Flo. Tschüss.